Hier oben, hier was. Ja, grüß euch. Habe die Ehre, wir sind da heute in der wunderschönen Steiermark in die Trierma dauern, gell? Paul? Ja, ins Triermtal sind wir daheim. Da oben ist der ganz kühle Grad, eine herrliche Klettertour im dritten Grad. Und da vor uns ist heute unser Ziel. Die Prinzessinnenrin. Findet im Pulver. Im Pulver, findet ihr ja, heute eine Prinzessin, ja. Paul? Ja, Nachmittag vielleicht. Nachmittag? In den Berger Hurm. Aha, da sind die Prinzessinnen daheim im Triermtal. Sonst könnt ihr ruhig kommen, Prinzessinnen. Der Robert ist da, der Franz und der Pauli. Genau, so schaut's aus. Jetzt staubt's wieder im Pulver. Jetzt lassen wir's stauben. Pulver. Da kannst du essen. Der Wahnsinn. Juhui! Pulver! Pulver! Geh was an! Pulver, komm her! Herrlich! Das passt halt perfekt. Super! Hat sich Spaß! Das passt. Ideale Verhältnisse, da staubt es halt. Super gewaltig. Herrlich. Herrlich, was sagst du? Das sind schöne Rinder, eine nach der anderen. Pulver! Pulver Pauli hat wieder super ausgesucht, was? Das hat er perfekt gemacht, der Pauli. Nach dem Zustieg sind wir da jetzt in der Himmelwiese, hat der Paul gesagt. Und es geht jetzt direkt zur Rindzurbe. Spuren haben wir bis jetzt noch gar keine gesehen. Also, wir kriegen uns unverspurt. Sind wir schon gespannt, wie die Verhältnisse sind. Drei. Die werden passen. Die werden passen, ja, super, herrlich. Das unfassbare Wischen, hin auf dem Gramskegel, das ist eine Sensation. Draußen sind wir jetzt her und da in Entlastungsabstand rauf Richtung Rindzurbe. Also es ist schon zum Aufpassen, aber der Tiefschnee hält sich in Grenzen.
Robert spürt da hinten jetzt an den Bugel auf und dann queren wir in die Rinne rein. Ja, es ist schon ziemlich steil. 35 Grad würde ich jetzt einmal da einschätzen. Und danach steilt die Rinne immer mehr auf. Paul, danke. Ja, es ist jetzt vorher zu hart geworden. Jetzt haben wir die Skier auf dem Buckelsack da. Und ja, jetzt machen wir genau so was, was mir am meisten Spaß macht. Beim Skitouren gehen. Steil aufstapfen, steil runterfahren und allein unterwegs sein. Vor mir Pulver Pauli oben und der Robert. Wow! Herrlich! Da haben wir einen Pulver. Wow! Ist dann zwei Steilstufen und da hinterm Pfahl geht es jetzt gleich raus, hier ist nicht mehr weit. So lang ist die Rinne gar nicht. Der Pfahl hat mich im Vorfeld schon eingebremst, hat gesagt, ich muss heute einmal mehr Schwünge machen, dass ich ein bisschen drauf bin, auch wenn ich mich filme, dass ich nicht mit 100 Sachen vorbeiradiere. War mir zuerst fast ein bisschen schade drum, aber in der Zwischenzeit bin ich froh, dass er das gesagt hat, weil ich muss mich da heute selber ein bisschen einbremsen. Die Verhältnisse sind wechselhaft. Unten ist ein bisschen ein Pulver, Triebschnee, herum alles richtig hart presst. Ja, also es ist echt wechselhaft und zum Aufpassen, zu schnell fahren, da leidet es da nicht. Super! Pulver! Ja! Da hat er uns wieder was gezeigt, der Pulver-Pauli. Da hast du uns was gezeigt, Pauli. Danke! Herrlich! Freundschaft! Freundschaft! Ja, Robert, servus! Ja, nur ein kurzer Gipfelrast. Es ist ziemlich windig. Jetzt gehen wir wieder zur Rinne. Fahren wir die Rinne. Viel Spaß mit der Abfahrt. Schauen wir mal, was wir da an Aufnahmen mitbringen.
Pulver, Angriff! Pulver! Also das Resümee mache ich jetzt gleich direkt am Weg heim. War wieder mal eine richtig lässige Tour mit dem Pulver Pauli und mit dem Robert. Vielen Dank, Pauli, dass man da echt eine richtig coole Rindsorg triebner Dauern, wärmstens zum Empfehlen. Die Prinzessinnenrinnen, ja, werden jetzt recht viel steiler, wie 40 Grad sein. Oben war es ein bisschen blöd, weil die ganzen Leute vorher alles reingerutscht sind. Jetzt war das mit den langen Ski nicht ganz so einfach zum Fahren, aber es hat nachher im Endeffekt auch passt. Lawinensituation muss da drinnen immer gut passen. Spuranlage haben wir uns heute Gedanken machen müssen, aber der Robert hat es eh super erklärt, warum wir wie gegangen sind und was wir uns erwartet haben. Also im unteren Bereich vor allem war halt doch ein bisschen zum Aufpassen mit dem Triebschnee und im oberen Bereich ist dann auch einmal so eine Geländekante drinnen gewesen, die auch natürlich einblasen gewesen ist. Also das ist was man definitiv mitbedenken muss. Stürzen ist da drinnen blöd, weil wenn es gestürzt, ja, dann geht es halt weiterhin. Das heißt, das ist wirklich nur was für sehr gute Skifahrer. Aber ansonsten, ich kann das wärmstens weiterempfehlen. Richtig cool. Da in den Triebner Dauern, mir hat die Tour wieder sehr viel Kraft gegeben. Bin sehr ausgebrannt gewesen, habe extrem viel arbeiten müssen in der letzten Zeit. Und das ist das, was mir am meisten abgegangen ist. Jetzt bin ich wieder der glücklichste Mensch auf der Welt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, kommt bald wieder mal ein Video. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt geil, ciao, pfiat euch.